Ja, hallo, mein Name ist Peter Hausberger und meine große Leidenschaft ist Trailrunning. Berggegangen bin ich immer schon sehr, sehr gern. Ja, irgendwann, wenn halt dann das Gehen langsam wird, dann fängt man halt einfach mit dem Laufen an. Ist einfach ein wirklich schöner Sport, das Trailrunning. Ist natürlich auch bei uns da in Tirol allgemein und in Raum Kufstein idealer Platz dafür. Man hat steile Berge, man hat flache Berge und ja, macht einfach einen Riesenspaß. Ja. Der Einstieg in den Trailrunning-Sport ist unkompliziert und schnell gemacht. Das ist auch schön an einem Traillaufsport. Es ist relativ unkompliziert, man braucht auch gar nicht so viel Equipment. Das Wichtigste sind natürlich die Laufschuhe, die müssen halt passen. Da gibt es dann verschiedene Formen. Es gibt welche mit wenig Dämpfung für kurze, schnelle Distanzen und dann eben welche mit ein bisschen mehr Dämpfung, komfortabler für die langen Distanzen. Dann braucht man natürlich auch eine Trailwesten. Die ist zum einen eben notwendig für, bei den Rennen hat man dann eben immer eine Pflichtausrüstung dabei. Das ist vor allem eine Notfallausrüstung, also Erste-Hilfe-Set und so, weil man da oft im alpinen Bereich unterwegs ist. Und da ist das natürlich ein absolutes Muss, kann natürlich immer eine Verletzung passieren. Dann hat man natürlich auch immer was zum Trinken dabei. Das sind so Softflasks, die, ja, wo nichts wackelt während dem Laufen. Hausberger absolvierte seinen ersten Trail-Wettkampf im Jahr 2016. Der 37-Jährige fing vor rund 10 Jahren neben dem Studium mit dem Laufen an. Seitdem ist der Sport aus seinem Leben nicht mehr wegzudenken. Laufen tue ich wirklich das ganze Jahr. Da gibt es ganz wenige Phasen, wo man mal Pause macht. Auch im Winter ist natürlich ein bisschen weniger, da steigt man dann eher aufs Skitourengehen um. Und dann im Sommer schaut man halt, dass man am Wochenende große Läufe da macht. Ich schaue, dass ich das Tempo immer variiere, also auch, dass ich unter der Woche kurze, schnelle Läufe mache und am Wochenende halt dann eher die langsamen, langen Läufe. Die meisten Trainingsläufe sind schon richtig cool und richtig schön. Nach einem Arbeitstag verschlägt es den Informatiker meist in die Natur. Da ist das natürlich ein super Ausgleich. Also da muss man sich einfach nur ein bisschen bewegen. Da ist das Laufen perfekt dafür. Ja. Also eine gewisse Ruhe haben, das ist, glaube ich, einfach auch der Unterschied zum Straßenlaufsport. Dass man einfach direkt in der Natur unterwegs ist, die Natur genießen kann, das ist sicher für mich ein großes Highlight. Ja, also im Laufe des Jahres natürlich die Wettkämpfe, das sind für mich auch ein Riesenhighlight. Ja. Also ich laufe zwar nicht allzu viele Wettkämpfe, aber ich schaue immer, dass ich mir im Jahr ein paar einteile. Ist auch einfach gut, ein Ziel zu haben, wo man darauf hintrainiert. Und ja, wenn dann so ein Wettkampf gut läuft, dann ist das natürlich schon ein Highlight. Ja. Zuletzt nahm der Wildschnauer am Karnischen Ungetüm teil. Dieser Trail führte ihn von Siljan in Osttirol bis nach Kötschach Mountain in Kärnten. In einer Zeit von 11 Stunden und 28 Minuten lief Hausberger 80 Kilometer und belegte dabei den hervorragenden 4. Platz. Wir stehen da am Bruckberg herum. Das ist so der Grenzberg zwischen Wildschönau und Hopfgarten. Und ja, ist so in der Wildschönau so meine Lieblingslaufrunde, weil es auch direkt vor der Haustür liegt. Man kann da, wenn man mal kurz am Abend Zeit hat, schaue ich da schnell rauf und da gibt es super Wegerl da dahinter, perfektes Trainingsgelände. Ja, ich hoffe, die Einblicke ins Trailrunning waren interessant und vielleicht sieht man sich ja mal auf die Trails.